Gut 2/3 der Frauen in der Türkei tragen ein Kopftuch. Wenn sie studieren wollen, müssen sie es ablegen. Dieses Kopftuchverbot soll die strikte Trennung zwischen Staat und Religion demonstrieren. Die Regierung will es jetzt abschaffen und hat damit heftige Emotionen ausgelöst. Denn was die einen als Freiheitsgewinn empfinden, ist für die anderen ein Zeichen schleichender Islamisierung. Zehntausende gingen heute gegen die geplante Aufhebung des Verbots auf die Straße. Das Fundament der türkischen Republik steht vor dem Einsturz. Davon sind die Demonstranten am Mausoleum von Staatsgründer Atatürk in Ankara überzeugt. Nächste Woche schon ist es soweit. Dann nämlich will das Parlament beschließen, das Kopftuchverbot an den Universitäten aufzuheben. Niemand darf wegen dieses Kleidungsstückes vom Hochschulbetrieb ausgeschlossen werden, argumentiert die islamisch-konservative Regierung. In einer Fernsehansprache vor 2 Tagen rief Ministerpräsident Erdogan zur Besonnenheit auf. Und an die Adresse der Opposition, mit Angst vor den eigenen Bürgern ist in der Türkei kein Fortschritt möglich. Die geplante Verfassungsänderung wird sich nicht nur auf die Universitäten beschränken, glauben die Kritiker. Sie warnen vor einer schleichenden Islamisierung der türkischen Gesellschaft. Wie in anderen Ländern bereits geschehen, erst wird das Kopftuch in einem Bereich eingeführt und dann überall, glaubt diese Studentin. Man behauptet, das Kopftuch sei ein politisches Symbol, aber das ist absurd. Nach Ansicht der renommierten Soziologin Nilü Fernale geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft. Die türkische Republik durchlebt gerade die kritischste Phase ihrer Geschichte, denn es herrscht Krieg über die Symbole zwischen den religiösen und den weltlich Orientierten. Gut möglich, dass Ministerpräsident Erdogan sein Wahlversprechen endlich einlösen kann. Sicher aber ist das nicht. Die Opposition hat angekündigt, vor dem Verfassungsgericht Klage einzureichen.